Der ist ja wirklich König. What? Die große Parade. Ein riesiges Bild von ihm und er sitzt auf seinem Königthron. Ich kann nicht mehr. Es ist nicht erlaubt, Fragen zu stellen. Das hat ihm gar nicht gefallen. Keine Show. Hör auf mit der Show! Keine Show, Freunde. Heute gibt's keine Show in der Folge. Leute, was ist mit meinem TikTok passiert? Ich mache mal ein paar Wochen kein TikTok Mittwoch. Und was passiert? Alles eskaliert. Das ist meine For You Page. Ready, nur. Was reimt der? Ich will nichts mehr von diesem Thomas. TikTok ist in einen Bann gezogen worden und zwar wegen König Thomas. Und wir werden heute Sache auf den Grund gehen. Ich werde mir heute alles anschauen über König Thomas. Wenn ihr's nicht mitbekommen habt, also wirklich, dann sorry, dann lebt ihr unter einem Stein. Alles ging mit diesem Clip los und zwar jemand wie Freddy, der die ganze Zeit diesen komischen Tanz macht, macht zu viel Show. Also schauen wir einfach mal rein. Sein Blick, Digga. Freddy, keine Show. Ich nehme dich runter, Freddy. Sorry. Also das ist irgendwie so ein alter Mann, der sich König Thomas nennt. Der macht da irgendwie die ganze Zeit... Warum ist sowas ein Trend geworden? Der macht auch schon ewig lang Sachen. Ist auch ganz komischer Typ eigentlich. So ein Erotik-Filmemacher. Ganz wilde Sachen hat er damals im Fernsehen schon gemacht. Aber das sehen wir gleich nachher. Der nennt sich selber König und möchte auch als König angesprochen werden. Also werde ich ihn jetzt auch als König Thomas nennen. Nicht, dass er das Video jetzt noch sperren lässt. Weil da... der Typ ist ganz wild drauf. Auf jeden Fall König Thomas, Herz 5, Ihre Majestät. Ich hoffe, dieses Video wird Ihnen keinen Zorn bereiten. Ich bin natürlich ein Untertan von ihm. Keine Show. Zu viel Show. Ich tut mir leid. War zu viel Show. Ja, das ist auch okay. Man kann sich schon ein bisschen frei machen, lockern, alles okay. Das ist auf jeden Fall Thomas. Er ist auf jeden Fall das mega TikTok-Meme geworden, weil er einfach die ganze Zeit diese TikTok-Livestreams macht, wo er die ganze Zeit diesen Song macht. Ich kann die Melodie außerdem selber auf dem Klavier hier mal eingeblendet. Keine Show, Freddy. Keine Show. Außerdem ist Zoe die ganze Zeit nur am Versuch, in diese Streams reinzukommen. Und ich habe gedacht, was ist da? Was steckt dahinter? Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt einfach mal ein paar Sachen an. Ja! Junge. Er feiert es halt auch wirklich richtig, ne? Der findet den Sound mega, glaube ich. Der ist richtig im Hype. Der spielt seit 10 Jahren nur diesen Song. Seit 10 Jahren. Gruselig, was soll man dazu sagen? Wenn du seit 10 Jahren denselben... Seit 10 Jahren, mal, guck mal, das ist auch König Thomas, aber irgendwie in so einem komischen indischen Haus. Ich weiß nicht, was er da damals gemacht hat. Er hat auch schon seine Livestreams gemacht. Seit 10 Jahren. Und jetzt hat es TikTok auch erreicht. Aber der Typ ist auch ein bisschen komisch. Ich würde sagen, wir gucken mal weiter. König Thomas. Alter, wie sieht der aus? Er denkt, dann bin ich erst ein König. Das ist ja nicht nur eine Krone, das ist ja ein Riesending. König Thomas, wie geht's? Herz 5, es ist nicht erlaubt, Fragen zu stellen. Das hat ihm gar nicht gefallen. Und was machst du? Ah, ich darf ja keine Fragen stellen, sorry. Direkt wieder verkackt. Und was machst du so? Direkt wieder eine Frage stellen, du Vollidiot. Und du sollst Königkind sein, Heizi. Ja, ja, ja. Du musst dich richtig bedanken. Jetzt ganzen Satz bilden. Guten Tag, der Herr. Ich bedanke mich bei Ihrer Majestät. Und? Für was? Es reicht doch nicht. Es reicht doch nicht, Heinzi. Ihre Gutherzigkeit. Noch das ganz einfache Wesentliche. Ich wäre aus dem Spiel wieder rausgegangen. Ich hatte da schon so Angst hier. Der Thomas. Dem reicht ja kein normales Danke. Freddy, nur Anfänger tanzen in Socken. Freddy, das muss man doch witzeln. Nur Anfänger tanzen in Socken. Da werden wir doch direkt mal ausgezogen. Das ist ja nur für Anfänger. Würde ich ja niemals machen. Hätte ich ja niemals getan. Das ist ja klar. Hauptsache, hat direkt mit voller Carraro, weg. Ordentlich ablegen, wir sind Vorbilder. Nichts werfen! Geh sie holen. Aber er kann alles so falsch machen, Freddy macht alles falsch. Anja gibt bei jetzt geht mal richtig Gas. Ja, das wäre Zoes Traum, dass sie da dabei wäre. Was macht diese Anja da? Lass die Wildheit raus, mein Gott, ist das ein Trauer. Gott, Anja, was machst du da? Ah, okay, okay! Was reimt sich auf Kartoffelauflauf? Mach jetzt richtig, sonst reiß ich euch den Arsch auf! Der rastet auch richtig aus, wenn die Leute nicht richtig tanzen. Der König liegt nackt im Bett. Oh Gott, das ist der Clip, der ist der unangenehmste Clip des Jahrhunderts. Dieser König macht außerhalb von den TikTok-Livestreams auch noch so normale Livestreams, wo er mit Leuten redet. Und wirklich, diese Livestreams sind einfach nur absolut Meme. Der Typ, der wollte eigentlich seine Kamera aushaben, aber er hat sie auswählen angelassen. Und ihr könnt da vielleicht so ganz leicht sehen, da wo dieser Kreis ist. Er ist halt nackt im Bett und deswegen hat er die Kamera aus, aber man sieht ihn trotzdem. Ja. Die Leute schreiben mir gerade, Thomas, man sieht dich. Ich weiß nicht. Ich liege auf dem Bett, da ich noch rechts oben näge, jetzt habe ich rausgeschaut. Und wie auch alle aus dem Bild gehen, weil die so lachen müssen. Das Ding ist, man darf den König nicht auslachen im Livestream, deswegen müssen die immer so tun, als ob die alles feiern von ihm.
guckt ihr nach runter, hätte er ja schon früher sagen können. Kennt ihr das, wenn ihr so im Unterricht nicht lachen dürft, Digga, und dann ganz der Kratz oder was weiß ich? Alter, das ist ja wirklich unglaublich mit diesen Typen. Wisst ihr, dieses Geschepper? Macht eure Mikrofone dann aus. Ich teile mein Wissen gern mit euch, aber nicht unter diesen asozialen Voraussetzungen. Das ist wirklich wie im Unterricht. Hat er so eine Benachrichtigung bekommen? Hört mit dem Geschepper auf! Du musst mich da schützen, sonst bin ich raus. Ja, dann bist du für heute raus. Herz 5. Hiermit hast du dich priorisiert. Es ist mein Stream, ich kann das machen. Okay, passt schon. Er hat ihn rausgeworfen. Freddy war doch sein größter Partner, sein größter Freund. Jetzt sind sie scheinbar befeindet. Oh Gott. Warum? König Thomas erzählt Witze. Oh mein Gott. Er erzählt die ganze Zeit so Jokes. Und die kommen halt gar nicht an, aber die lachen die ganze Zeit auf Fake, damit die halt weiter mit ihm befreundet sein können. Oh Gott. Du trägst nur deine Krawatte nicht anständig. Der König hat gesagt, ich muss sie locker tragen. Mega witzig! Das ist so richtig, wenn du so versuchst, du deine Schulnote noch zu verbessern beim Lehrer. Dass du über jeden Scheiß von dem lachst. Junge, was ist das denn? Dann war dieser Freddy außerdem noch irgendwie, hat dann irgendwie ein Fantreffen gemacht in Würzburg, wo die Leute alle so getanzt haben. Guckst du dir alle an? 10, 20, 30, 100! 100 Leute! Oh mein Gott! Er rastet völlig aus, er kann nicht mehr. Er denkt wirklich, er ist der König. König Thomas findet seine Königin. Seine Königin, nein! Du verkörperst Asien. Für mich, also. Oh mein Gott, jetzt hat er seine Königin gefunden. Du bist my dancing queen, also. Du bist wirklich die Queen, du bist es wirklich, du bist es einfach. Du bist meine Dancing Queen, ich kann nicht mehr, der ist 62. Was ist das für eine Scheiße? TikTok! Ich bin ja geht über. Was hat er da? Ist das sein. Da ist er! Er ist ein riesiges Plakat aufgeplant. Was ist das denn? Guten Tag, Matt, ne? Oma, ne? Klapp, ne? Kann nie, ne? Der ist ja wirklich König. Warte, ja, ein Plakat geht dir gut. What? Ja, ey. Du musst dir lieber durch, geht dir besser. Sag, hart, da haben wir uns auf der Nacht. Unglaublich, sorry, aber das ist ja unglaublich. Seine königliche Heiligkeit. Was macht der da? Er steht vor seinem Haus. Wie blöd ist der denn? Er zeigt seine Adresse. Die große Parade am Königlichen. Da ist sein Haus. Alter, er hat sich auf jedem seiner Häuser hat er sich als Bild aufgehangen. Da ist er wieder oben rechts. Ein riesiges Bild von ihm und er sitzt auf seinem Königthron. Ich kann nicht mehr. Das ist seine Sendung damals. Das hat er damals im Fernsehen gemacht. Das ist halt auch krank, wie sowas im Fernsehen sein konnte, ne? Das Krasse ist halt wirklich, dass dieser Freddy und so halt das so wirklich so ultra schlau ausnutzen. Die tun halt die ganze Zeit so, und der checkt das auch nicht, dass sie ihn verarschen. Das ist einfach unglaublich. Viele wollen wissen, ob die Erde flach ist. Thomas wird sagen, dass die Erde wahrscheinlich, keine Ahnung, ein Achteck ist oder sowas. Da die immer blöder gezüchtet wird, die Menschheit, wird natürlich auch die Erde immer flacher wie ein Mikrochip. Blöde Frage, blöde Antwort. Fake lachen und dann mitlachen, das ist unglaublich. Ich gebe mal die konträre Antwort. Er haut mit seinem Kopf gegen den Bild. Eine Nachkomme von dem Astronomen Kepler. Also die lachen ihn halt komplett aus, aber er checkt es einfach nicht. Also Thomas, ich muss es dir leider sagen, es tut mir leid, keiner von diesen Leuten nimmt dich ernst. Ich weiß, dass dieser Typ auch weirde Sachen schon getan hat. Also dass der wirklich nicht, also er ist glaube ich auch zu einer Querdenker-Doku gefahren. Querdenker sind die dachten, dass Corona eine Lüge ist und sowas. Für die, die sich gerade frisch dazugeschaltet haben, wir sind auf dem Weg. So Querdenker-Demo. Also Thomas, es könnte so witzig sein, wenn er halt nicht einfach so komplett asozial eigentlich ist. Es ist auf jeden Fall ein lustiges Meme. Ich denke mal so, ich will es auch vielleicht irgendwann mal schaffen, in seinen Stream reinzukommen. Oh. Ich habe auf jeden Fall genug TikTok für heute. Haut rein, Freunde. Das war eine Thomas-Folge. Ich kann nicht mehr. Nächstes Mal geht's wieder normal weiter. Ciao.